Hallo Leute, willkommen zurück zu Autonauts. Hui. Und warum eigentlich Autonauts? Da gehen wir jetzt heute mal so ein bisschen in die Richtung. Und zwar bauen wir uns dafür ein Work Assembler. Und jetzt kommt, ist jetzt die Frage. Ich baue jetzt die Sachen, die man nicht so häufig benötigt, wie jetzt zum Beispiel hier die Crafting-Gegenstände oder ja, die Crafting-Einrichtungen. Baue ich jetzt mal hier hin. Ich brauche wieder zwei Loks. Ich habe nur ein. Und wir machen uns vielleicht jetzt erstmal eine Metal Axe. Die braucht Metal. Eine Metal Plate. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich eine Metal Plate mache. Das habe ich hier doch gelesen. Das heißt, einfach nur zwei Metall, okay. Dann muss ich erstmal Metall farmen gehen. So, das ist ein Work Assembler, da kommen dann später Workbots raus, also Arbeiterbots. So, holen wir erstmal ein bisschen Metall. Das ist jetzt immer so ein bisschen random, entweder droppt Metall oder Stein. Man sieht es jetzt gerade nicht, sieht aber aus eher wie... Nee, Metall, okay. Man sieht es halt nicht, wenn man da drauf sitzt, ne? Blub, blub, blub. Das ist ein Stein, das ist Metall. Oh, nur Stein. Ich brauche mehr Metall. Ich weiß nicht, was hier rauskommt. Oh, krass, der geht schneller. Kommt da nicht auch Metall raus? Nee. Das sieht nicht so aus. Mein Inventar ist noch voll. Oh. Ich habe die Spitzhacke liegen lassen. Die Kühe sind voll. Ja, den muss ich unbedingt mal melken. Na komm, was ist denn jetzt? Ich brauche mehr Metall. Gespannt bin ich, ob das mit verbessertem Werkzeug auch schneller geht, wie man das von Minecraft kennt. Ah, da ist nochmal Metall. Sehr gut. Und nochmal Metall. Jetzt läuft's. Boah, den musste so der Euter platzen. Ah, okay. Metall kann er nur zwei tragen. Und jetzt brauche ich wieder Loks. Oh, man braucht viel Zeug. Man muss am Anfang viel craften. Das ist schon krass wie Factorio. Moment. Ich habe doch hier noch Zeug im Inventar, was mich so ein bisschen behindert. Hä? Ach, das war Clay. Ja, packe ich mal neben die Steine. Wieso habe ich den nicht gleich mit aufgehoben? So, ich möchte Metall herstellen. Und ich brauchte, genau, zwei Metall für die Metal Plate. Brauche ich wieder Charcoal? Ich hoffe, die Axt hält noch so lange. Ich komme immer auf den falschen Knopf. Egal. Man kann natürlich das Werkzeug auch einfach liegen lassen. Das verschwindet nicht. So, also ist mir noch nicht passiert. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum das verschwinden sollte. Ja, schön sammeln. Halt. Na komm. Oh, wir haben für die Planks dann auch gar keine Kiste. Gut zu wissen, aber wir machen jetzt erstmal hier. Zack. Hopp, so. Nein, das war falsch. Das war falsch. Da muss doch ein Lock rein. Und das sagt er mir. Okay, did it. Charcoal. Er braucht zwei Locks. Da habe ich ja zum Glück nur einen drin. Ne, zwei sogar. Das ist so laut, ne?
So, wo habe ich hier sonst noch irgendwo Bäume? Dann fangen wir jetzt hier an abzubauen, abzuholzen. Hey, da ist Holz. Das Coole ist, wenn ich das, man klickt da drauf, das sortiert er automatisch. Das ist so witzig, das Spiel. Aber mal sehen, wie weit wir das überhaupt zocken. Ich finde es recht interessant. Also, es macht auch Spaß. Es ist ein echt krasser Spaßfaktor, muss ich schon sagen. Man kann hängen bleiben, so ein bisschen. So, die Loks, genau. Zack. Und jetzt. Ja, okay, stacken kann das ja, hatte ich ja gesagt. Jetzt möchte ich Metall haben. Genau, da liegt es. Ja, komm. Oh, so sieht eine Metallplate aus. Und was hatte ich gesagt? Eine Axt wollte ich zuerst, ne? Oh, krass. Hör, Moment, Axt. Und eine Pole. Oh, habe ich gerade nur eine? Jawohl, verbesserte Axt. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Axt und machen damit ganz viel Holz. B-b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 -
Wie viel? Zwei Lok, zwei Planks und zwei Poles. Das sieht doch gut aus. Da müssten jetzt zwei rauskommen. So, und schon ist der Work Assembler fertig und da geht's jetzt ab. Wobei, vielleicht auch nicht. Huh. Achso, ja, da kann ich ja wieder nur eintragen. Ein Basic Workerbot und ein Crude Workerbot. Ich glaube, der Unterschied ist, dass der mehr Energie hat. Und was bringt der Beacon? Ah, der Beacon, der ist wahrscheinlich da, um die Worker zu beschleunigen. Das würde ich mal so ganz stark annehmen. So, und wenn wir jetzt mal gucken, der Basic Workerbot, der hat 4 Planks, 4 Poles, 1 Gear. Und der Crude Workerbot hat 4 Planks, 4 Poles und 1 Crude Gear. So, und das normale Gear, ich glaube, das machen wir hier an der Metal Plate, also Metal Workbench. Mann, wo guck ich mal hin? Oh nee, geht. Nee, Moment, war das hier? Macht man das da? Crude, nee. Crude Gear. Ich glaube, dafür brauchen wir noch etwas anderes und zwar irgendeinen Wood Router, den wir uns jetzt, boah, ich weiß nicht. Der geht jetzt wieder nicht hier auf dem Gras zu setzen. Ich pack den mal dahin. Der braucht 5 Planks. Alles klar. Oh. Jetzt habe ich meine Axt dahin gesteckt. So, die eine lasse ich da liegen. Pop, pop. Tü-tü. So, dann brauche ich eine Wooden Axe. Ich habe ja noch eine, ne? Die Frage ist, ob die ausreicht. Ja, cool, obwohl die vielleicht wahrscheinlich schon abgenutzt ist. Ein Lock. Und zwei Poles, die ich jetzt... So, pass auf, geht das schneller? Eher nicht so. Habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das schneller ging. Hä? Nein. So, und der kann ein Gear herstellen aus einem Plank. Das, ihr merkt jetzt schon selber, dass das teilweise, oder es wird auf Dauer nervig. Klar, wie viel waren es? Einer. So, da haben wir das Zahnrad. Dann brauchen wir noch 4 Poles und 4 Planks. Okay, wir haben aber genug Loks dafür. Hä? Nein. Den will ich doch machen. So, 4 Planks, 4 Poles. So, 4 Planks und 4 Poles. Müsste jetzt ausreichen mit diesem einen Lok. Ja. Ich finde das cool, wie er jonglieren kann. So, und da ist er. Basic Workerbot. Zack, die kann ich jetzt auch so hochnehmen. Und der kann was lernen von mir. Das ist richtig cool. Das stellen wir jetzt auch noch gerade ein. Oh, ich sehe, hier ist noch Eisen, also Metall. Der ist nämlich jetzt dafür da, der soll die Kühe melken und das dann in den Milchkanister tun. Oder Tank. So, das heißt, Vorsicht. Das ist ein bisschen laut. Joey heißt da. So, Teach. Und jetzt macht er mir alles nach. Zuerst muss ich ihm sagen... Find nearest wooden bucket. Das hier oben können wir löschen. Move to wooden bucket. Pick up wooden bucket. So,
sage ich ihm Go, leg das dahin. So, jetzt macht er das. Jetzt hat er das gelernt. Und jetzt sage ich ihm, er soll stoppen und lerne von mir. Jetzt hat er den Bucket in der Hand. Das muss man ihm erstmal beibringen. Die Geräusche sind ja echt cool. Man sieht hier auch, oh, der hat 32 Kilobyte. Also ich glaube, die anderen, die haben 11 bis 12 KB bloß. Oder war das 11 bis 12? Ne, logischerweise wären 15, 16. Ne? Ja, ist ja auch egal. So, egal. Der soll jetzt von mir lernen. Das geht gar nicht. Halt! Stopp! Move to. Wait. Move to. Wait. Stop. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, was das Traden bedeutet. Das habe ich falsch angefangen. Nein, setz den jetzt mal ab da. Und du nimmst den Eimer in die Hand. Und den packen wir jetzt dahin. So, wir müssen es ihm anders beibringen. Oh. Das ist so laut. So. Alles nochmal weg, bitte. Teach. Und richtig coole Geräusche, ne? Also, ihr seht schon, dass ein Move so ein bis ein halbes KB bringt oder benötigt. Das mit dem Rack ist auch geil hier. Und der ist auf jeden Fall schon besser als die anderen, also als die Crude Worker. So, genau. Move to Wooden Bucket, dann geh zur Kuh, melk die Kuh und gib das ab. Und zwar mach das ja einmal bitte. So, jetzt habt ihr hier auch einen Umkreis. Ich pack den da hin. Jetzt müsste er das machen. Er melkt die Kuh. Und bringt es in den Storage. So, jetzt hört er natürlich auf, weil er das nur einmal macht. Deswegen kann man hier sagen Repeat oder nee, Forever. Aber da er ja den Bucket schon hat, würde er jetzt den nächsten Bucket suchen. Aber er hat ihn ja schon in der Hand. Deswegen löschen wir das. Move to with das auch. Pick up. So, er fängt an. Finde die nächste Kuh. Gehe dahin. Benutze das Item. Gehe zum Milkstore und füge die Milch zu dem Tank hinzu. Und das für immer. Jetzt ist das alles in einem drin und dann go. So, jetzt müsste er eigentlich zu jeder Kuh gehen und die melken. Genau, das macht er auch. Zack. So, und das heißt, die Kühe, die müssen jetzt keine Aua mehr haben wegen zu vollen Eutern. So, den können wir zumachen. Der geht jetzt so seinen Weg. Und die verlieren auch. Jetzt wartet der natürlich, weil die Kühe gerade keine vollen Euter haben. Und die Energie geht auch runter von denen. Die muss man dann hier hinten, sieht man es vielleicht, hier wieder aufziehen. Das ist recht witzig. Und ja, ich würde sagen, weiter geht es dann im nächsten Part. Ich danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich gehe mal da weg, weil es so laut ist. Und ja, haut drin, bis dahin. Tschüss.